Leute, herzlich willkommen zum ersten richtigen Simpsons-Play. Ich habe hier die ganze Zeit gerade ein bisschen randomized und ich habe einen Furry gefunden. Nice. Ah, ja, wir nehmen Furry Man. Let's go. Ich glaube, ich nenne dich auch Furry Man. Ja, Furry Man, aber du brauchst ein anderes Shirt. Nee, ich weiß nicht. Yay, Regenbogen, wow. Ich mag Regenbogen. Was ist denn das? Danke, ich krieg nicht mal die. Passt das? Ich weiß es nicht. Entschuldigt mich bitte. Es ist früh am Morgen. Guck mal, ich glaube, er glaubt auch an die Alien-Verschwörung. Oh nö. Amogus. Und wir geben ihm so ein dunkelblaues Shirt. Ja, Furryman. Ich nenne ihn wirklich Furryman. Das ist mir egal, was ihr sagt. Ich mag Furryman. Das ist mein bester Freund. Oh, scheiße Hose geht klar. Socken. Ich verstehe nicht, warum die nie Socken anhaben. Ich verstehe generell nicht, warum man in Amerika mit Schuhen ins Haus geht. Ich meine, warum? Ich sehe, verstehe da keinen Sinn hinter. Wir nehmen diese ultramodernen Schuhe. Furry Man bleibt Furry Man. Ich glaube, Furry Man möchte eine andere Haarfarbe. Ja, Furry Man, du kriegst jetzt Pink. Oh Gott, nein! Ja, wir brauchen irgendwas. Aber wir wissen, er muss in San Myshuno leben. Vielleicht weiß. Ach, der gute alte Furry Man. Ich muss jetzt wie ein bisschen sitzen, die Haarfarben angucken. Ich glaube, wir nehmen Türkis. Nee, er hat eine zu tiefe Stimme. Er braucht eine ganz hohe Stimme, Furry Man. Kein Chipmunk. Ja, das passt. Das ist Furryman. Okay, gut. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, die Haarfarbe. Ist es die Haarfarbe oder sind es die Haare itself? Wir könnten natürlich auch Pink nehmen. Ach, das sieht okay aus, denke ich. Okay, dann haben wir hier Furryman im Anzug. Das ist so bescheuert. Nein! Furryman, man muss doch den Links sehen. Der sportliche Furryman. Ach, für heilige Scheiße, Mann. Was mache ich hier eigentlich? Ich kann hier ein Zimmer in der ne Furry ist. So. Und schick. Ihm fehlen noch ein paar Katzentattoos. Und eine lila Badehose. Ja, Mann. Furry Man hat's drauf. Ah, oh Gott, was tue ich mir hier eigentlich gerade an? Nichts an euch Furries draußen. Haha, ich kenne euch. Ich weiß, wo ihr wohnt. Kennen Sie, ich weiß, wo ihr Haus wohnt. So, perfekt. Furry Man ist komplett eingekleidet. Und ihr glaubt mir jetzt wirklich nicht, dass ich ihn Furry Man nenne?
Sorry, dass da Fortnite stand. Ich habe das zu oft irgendwo in irgendeinem Livestream verwendet. LOL! Gut, das wird Furryman tun. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich mit diesem Let's Play hier anfangen möchte. Aber ich weiß, dass ich keine Thumbnails machen kann, weil ich zu dumm bin. Danke. Hahaha. Ich denke mal, wir gehen dann mit Essen? Ja? Okay. Ne, muss irgendwas werden, womit er Geld verdienen kann. Vermögen würde ich jetzt nehmen, das ist ja, verdiene Geld. Geil. Kreativität würde ich sagen. Wissen ja noch gar nicht, was er arbeiten wird. Ich denke mal, Ort. Ja, das ist Furryman, der liebt die Stadt. Was ist Furryman? Furryman ist natürlich unberechenbar. Das passt zu Furryman. Er mag keine Kinder. Nein, das ist so wohl. Er ist ein Bro. Bitte tu das nie wieder. Danke, richtig nett von dir, Mann. Er ist auf gar keinen Fall ein Snob. Aber wir müssen ihm noch ein gutes Teil geben. Okay, nein. Ich denke, wir machen fröhlich. Diese Schimme! Warum? Ich glaube, ich muss unberechenbar weg. Ja, Bo, mache ich mal weg und dann mache ich einfach. Er ist eine Furry, immer Katzen. Er ist selber eine Katze. Furryman ist kein lebende Farbe. Was mögen Furries? Ich schätze Violett. Und blau und pink, denke ich. Ich weiß das nicht. So Musik. Natürlich Popmusik. S-Pop weiß ich jetzt nicht. Schlaflieder, nee. Elektroniker, ja, Hip-Hop denke ich auch. Aber Blues denke ich nicht, aber S-Pop. Was ist S-Pop? Klärt mich mal bitte auf. Ich kann es auch gleich googeln. Haha, haha. Ja, ich lass mal so. Und Aktivität, was mag wohl Furryman? Simpen, ja. Aber gibt's hier leider nicht. Nee. Mag Furryman singen? Furryman, magst du singen? Ich weiß es nicht. Ich verschwende hier wirklich meine ganze Zeit, wirklich. Kein Plan. Furryman mag Unfug. Und der mag sich Getränke mixen. Und der mag Games. Aber er mag nicht angeln. Und dann müssen wir hier noch eine Musik schreiben. Er mag den Kinderkanal nicht. Und er mag die Farbe Schwarz nicht. Perfekt, wir haben Furryman. Stell dich nicht so an! Was habe ich erschaffen? Ah, Gott, wird Zeit, dass wir uns ein Haus suchen. Oder, ne, wir machen ein Let's Play. Man. Hoffentlich sind die Ladezeiten nicht so viel. Damit ich den Part auch hochladen kann, damit es jetzt keine Doppelfolge wird. Das wäre nämlich ziemlich scheiße. Dann müsste ich beide Sachen direkt hintereinander hochladen, erstens. Und zweitens müsste ich. Ja, wir gehen natürlich nach Sanmai Shuno. Ja, wir machen ein Let's Play, ja. Wir gehen hier irgendwo, wo wir was reparieren müssen. Aber ich möchte einen Balkon haben. Hier müsste irgendwo ein Balkon sein. Das ist so eine riesige. So eine ganz große. Irgendwo muss so eine ganz große, lange da, die hier, aber ich glaube nicht, dass die ein. Eine hat auf jeden Fall einen Balkon. Und gut, Furryman geht hier in die Luxusallee. Und möbliert. Und da hat sich Furryman sein erstes Haus gekauft. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Charakter vorhab.
Aber da kommt mein Schnullig reingesteppt oder mein Bounty. Ganz egal, wie ihr ihn nennen wollt. Schnullig und Bounty, ja, Bounty ist ein richtiger Name, aber Schnullig nenne ich den halt einfach so. Und da geht die Tür wieder zu, weil meine Katze irgendwie Türen zumachen kann. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber sie hat halt magische Kräfte. Oder besser gesagt, mein Kater. Hahaha. Wie scharf ist zu scharf, macht man mit beim Curry wird das sein. Curry auf dem Gewürzfestival. Ja, also der Ladebalken ist voll, aber ich denke nicht, dass das Spiel mich spielen lassen möchte. Und ich weiß ganz bestimmt, dass es ganz viele Lags in diesem Spiel, gibt und dass wir auch ganz viele Lags in diesem Let's Play haben werden. Hallo, bitte laden Sie ja. Ich kann nicht cutten, deswegen. Weil auf PS4 kann ich nicht cutten. Das ist das Schlimme. Auf Handy ist das ganz okay. So, da sind wir. Ja, vergiss nicht, deine Miete rechtzeitig zu bezahlen. Ich kenne den Text. Oh, können wir hier so ein. Oh, können wir hier bauen? Oh, das wäre so schön, wenn wir da bauen könnten. Okay, was haben wir hier? Gut, wir haben ein. Essbereich, wir haben eine Toilette und wir haben zwei Schlafzimmer. Renovieren werden wir das nächste Mal. Warum ist da eine Leiche? Ich glaube, ich möchte hier nicht wohnen. Ich hätte mir lieber da hier die Wohnung kaufen können. Ach, wisst ihr was? Das ist jetzt auch komplett egal. Wir gehen erstmal in unser Haus. Und dann will ich sagen. Aber wir werden das bestimmt umrenovieren. Wir werden diesen Teil hier umrenovieren. Ich denke, das hier wird unser Office oder das hier wird unser Office oder besser gesagt unser Büro. Dann haben wir hier die Küche, ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Was ist? Es müsste nur halt alles repariert werden. Tja, dann sage ich jetzt danke fürs Zuschauen der ersten Folge. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit vorhab. Gehen noch kurz in Ego und gucken uns das an. Ja, das ist eigentlich ein ganz schöner Ausblick. Und da ist eine Karaoke-Bar, wenn wir singen können. Also wenn der Ferryman singen kann. Ich kann es mir nicht glauben, dass sich ein Ferryman genannt hat. Dann geht das bestimmt auch. Dann sage ich jetzt danke fürs Zuschauen. Das war die erste Episode von Sims 4 Rags to irgendwas, kein Rags to Riches. Irgendein Let's Play, ich denke mal Stadtleben Let's Play werde ich es nennen. Okay, ja, cool. Dann war es das jetzt. Bis zum nächsten Mal. Euer Eichemax22. Bleibt gesund und ciao.